Was ist das für ein knurrendes Geräusch? Warum ist es auf einmal überhaupt so dunkel? Oh, große Göttin Amaterasu. Ich habe mit der Macht, die mir verblieb, das Dorf Kamiki beschützt. Das Dorf existiert weiter. Ihr sehen sie in meiner Frucht eingeschlossen. Schneide sie ab und das Dorf wird wiedergeboren. Ich vertraue dir vollkommen. Ich weiß, du wirst uns alle auf den richtigen Weg führen. Nur deine unglaubliche Macht kann das Leben in dieser Welt wiederherstellen. Der Baum ist wieder normal geworden, was? Dieses Mädchen Sakuya hat ja echt eine Menge komisches Zeug erzählt. Die sehen der Dorfbewohner eingeschlossen in einer Frucht. Das ist die Frucht, von der die Kleine gesprochen hat. Die Kleine sagte, wenn du sie abschneidest, dann wird das Dorf wiedergeboren. Aber das ist unglaublich hoch. Wenn du nicht irgendeine Art von Superkraft einsetzt, gibt es keine Möglichkeit, da ranzukommen. Diese Finsternis ist wirklich bedrückend. Es kann eine Menge passieren, während man ein Schläfchen macht. So. Ja gut, wir können uns endlich bewegen. Also mit WASD, mit Leertaste springen wir. Was zur Hölle? Da blockiert irgendwas den Weg, der zurück ins Dorf führt. Träume ich noch immer? Ja gut, das Dorf ist ja auch nicht da. Wir müssen erstmal gucken, dass wir da oben an die Frucht kommen. Also rein in den Baum. Und ich muss mal kurz in die Optionen gleich gucken. Wo sind wir? Ist auf einmal so schrecklich still. Ich kann mich nicht an einen Ort wie diesen im Dorf erinnern. Und wir sollten lieber unsere Augen offen halten. Du kannst dich mit der Maus umsehen. Sie ändert deine Perspektive. Also ja, Tutorial-mäßig. Junge, machst du einen hilflosen Eindruck. Bist du sicher, dass du das packst? Erstmal muss ich mal kurz in die Optionen gehen. Die hat es natürlich nicht übernommen. Kein Wunder, dass es die ganze Zeit so laut war. Filter stark, schwach, normal, Kamerasteuerung. Umkehren alles, umkehren oben, unten, mal einschalten. Und vielleicht ein bisschen die Mausempfindlichkeit von der Kamera einstellen. So. Nein, das ist noch nicht ganz richtig. So ist es so richtig. Kehren wir mal alles um. Kann ich hier noch was umstellen? Nö. Ja, okay, so ist gut. Gut, also wir können mit C die Perspektive ändern. Können also rein und raus zoomen, damit wir mehr sehen. Warte. Das ist ein Ursprungsspiegel. Man sagt, wenn dein Spiegelbild auf der Oberfläche des Spiegels erscheint, werden deine Erinnerungen für alle Ewigkeit in dem Spiegel gespeichert. Nur um es einfach zu sagen, hier kannst du speichern. Aber versichere dich, dass du hast, was du brauchst, um zu speichern. Und lass mich dir einen kleinen Rat geben. Speichere oft und in viele verschiedene Spieldateien. Dann kannst du immer zurück, wenn du mal irgendwo nicht weiterkommst. Man muss halt gut vorbereitet sein. Besonders während du noch die Grundlagen lernst.
Ja, mit gut vorbereitet meint er eigentlich wegen der PlayStation-Version, dass man die Speicherkarte reingelegt hat. Also ja, ich werde es hier so handhaben wie in vielen anderen Spielen und werde immer einen neuen Speicherslot nehmen. Gut. Schon 22 Minuten. Okay, das heißt, wir können jetzt über die Brücke. Und dürfen wahrscheinlich unsere ersten Kampfübungen machen. Siehst du diese Töpfe an? Die waren doch nur darauf, kaputt gemacht zu werden. Haben sie einfach. Vielleicht ist eher etwas Interessantes drin. Drück. Ja, drück die Maustaste, um sie mit deinem Kopf zu rammen. Also wir sind jetzt gerade wirklich in Tutorial out of Spiel. So geht das, meine pätzige Freundin. Das kannst du immer machen, wenn du etwas Zerbrechliches siehst. Und ja, Währung ist Yen. Wie gesagt, das ist ein japanisches, also ein JRPG, also ein japanisches Rollenspiel. Deswegen haben wir auch Geld, was wir einsammeln können, um uns nachher davon was zu kaufen. Wer auch immer etwas an einem Wolf verkauft. Oh, warte mal, Fallknäuel, fall dir mal das rein. Diese Truhe sieht doch sehr interessant aus. Lass sie uns mal anschauen gehen. Dort hochzukommen sollte ein Kinderspiel sein. Dann drücke Space, um zu springen. Dann drücke Space noch einmal, um einen Wandsprung zu machen. Drücke die Taste fest, damit du auch wirklich hoch springst. Ja, Wandsprünge. Ich wusste, dass du das kannst. Man sagt, das Glück kann an hohen Orten gefunden werden. Also halt deine Augen offen. Wir wollen uns doch keine Schätze durch die Lappen gehen lassen. Mhm. Ja, das mit dem Rammen muss ich noch ein bisschen üben. Habe ich alle Yen-Münzen eingesammelt? Ja, aber da hinten sind noch zwei. Dinger. Und ja, ich nehme, guck, dass ich immer so viel wie möglich mitnehme. Erhalten heiliger Knochen S. Amaterasus Lieblingssnack. Gibt 3 Einheiten Solarenergie. So. Alles zerbrochen, da können wir weiter. Sieht so aus, als wäre die Brücke kaputt. Das sollte nicht so schwer sein. Amaterasu, oder? Das ist ein bisschen lang. Macht es dir etwas aus, wenn ich dich Ami nenne? Hör zu, Ami. Hast du schon einmal von den Geistern des Pinsels gehört? Gute Pinselarbeiten haben ihre eigene Seele. Zumindest sagt man das so. Guck einfach hin. Es würde zu lange dauern, das zu erklären. Ein Bild erklärt mehr als 1000 Worte, stimmt's? Genau, da sind wir jetzt beim Shodo, beim Weg des Pinsels. Nett was? Nur eine kleine Technik, die ich gemeistert habe. Man nennt sie Restauration. Das ist eine von vielen Pinseltechniken. Die göttliche Macht nutzen. Es ist eine Kraft der Pinselgötter, die kaputte oder fehlende Dinge wiederherstellen kann. Ich habe wirklich hart gearbeitet, nur um diese eine Technik zu meistern. Aber es gibt insgesamt 13. Jede Technik ist die Kraft von einem der 13 Pinselgötter. Ursprünglich waren alle 13 mal eine einzige mächtige Gottheit. Als die Gottheit starb, wurde ihre Macht auf die 13 einzelnen Götter aufgeteilt. Jetzt leben die Götter in Objekten überall um uns herum, aber Gott oder nicht Gott. Wer hat schon die Macht, alle 13 zu meistern? Ja. Fluss der Himmel. Der Fluss der Himmel ist damit der sagenhafte Fluss aus Sternstaub gemeint. Aber ich habe hier in der Gegend so etwas noch nie gesehen. Es wird auch nicht das kleine Bächlein gemeint sein, oder?
So, machen wir erstmal die beiden noch kaputt und sacken die Yen ein. Fluss der Himmel. Ja. Gut, da können wir noch nicht rüberschwimmen, wie es scheint. Jedenfalls jetzt noch nicht. Wir müssen erst hier hochkommen. Wow, sieh nur die funkelnden Sterne an. Ich habe seit Ewigkeiten keinen so schönen Nachthimmel mehr gesehen. Hey, sieh mal. Bilden diese Sterne eine Struktur? Sehe nur ich das. Hm, einer fehlt. Schätze, ich werde den fehlenden Stern malen müssen. Ja, einfach ein Plop hin. Hm, bah. Sieht so aus, als wenn ich noch nicht so weit bin. Fehlende Sterne zu malen. Drücke Steuerung, um den Pinsel zu halten. Und dann, ja, Maustaste zu malen. Ich habe eine Menge Zeit damit verbracht, das zu trainieren, Grummel. So, jetzt darf ich mal malen. Also ja. Nun, es nutzt nichts, hier zu sitzen und darüber nachzudenken. Diesmal wird der große Ison alles geben, was er hat. Mann, ich weiß, dass es der richtige Weg ist, das so zu machen. Regelsteuerung, um Pinsel zu halten, ja. Wir müssen das halt so mal richtig machen, dann klappt es auch. Yomigami. Ah, wenn das nicht Mutter Materasu ist. Ich entschuldige mich, dass ich dich nicht früher während all dieser Jahre kontaktiert habe. Aber ich habe dich nie vergessen. Ich, Yomigami, Gott der Restauration, habe sehnsüchtig auf diesen Tag gewartet, an dem wir uns wiedersehen. Während du weg warst, haben die 13 Götter des Pinsels, die einst Teil von dir waren, einschließlich meiner Wenigkeit, sich über das Land der Menschen verteilt. Ich wurde eine Konstellation und habe es geschafft, bis jetzt zu überleben. Die Zeit ist gekommen, dass du losziehst und alle Techniken wieder in dir vereinst. Deine Macht ist es, was benötigt wird, um das ausgetrocknete Flussbett des der Himmel wiederherzustellen und den Fluss des Sternenstaubs zu erneuern. Wow, das war der Gott Yomigami, der Gott der Restauration. Warte, also hast du jetzt die Macht der Restauration? Kannst du sie wirklich dazu benutzen, um den Fluss der Himmel wieder herzustellen? Das würde bedeuten, du kannst so gut wie ich mit dem Pinsel umgehen? Nee, das kann nicht sein. Wer sonst könnte diese unglaubliche Göttertechnik meistern? Ja. Also, wie gesagt, wir sind die Göttin Amaterasu. Wir sind halt im Kampf gegen Onoshi. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Im Kampf gegen achtköpfigen Drachen. Spacko. Gestorben. Ja. Ach, Mist. Kann ich das nochmal triggern? Ich frage mich, ob der Fluss wieder fließt, wenn man etwas Sternstaub malen würde. Nee, ist eine Sache, eine Brücke zu reparieren, aber einen Sternfluss zu reparieren, das schaffst du niemals. Na, mal sehen, ob wir das nicht schaffen. Und ja, nachdem halt Shiranui gestorben ist, mehr oder weniger, sind die Pinseltechniken in 13 Götter aufgeteilt worden. Und jetzt sammeln wir alles wieder ein. Einfach weil wir es können. Und malen Flüsse neu. Wow, ein Fluss aus Sternstaub.
Also muss das wirklich der Fluss der Himmel sein. Aber was ich wirklich gern wissen würde ist, wer zum Teufel hat das verdammte Ding gemalt? Ich? Ja, wie gesagt. Manchmal müssen wir auch rauszoomen, damit wir besser sehen. Und wir müssen übrigens da oben hier auf unsere Tinte achten. Genau, jetzt ist nämlich der erste Tintenkanister leer. Wir können halt nicht malen, wie es uns beliebt. Sondern wir müssen immer warten, bis es sich regeneriert. So. Damit ist der Fluss wiederhergestellt und wir können komplett rüberschwimmen. Erhalten Magen. Guck mal, was du da gefunden hast, Fake-Neul. Dieser Magen ist erstaunlich. Er kann ganz schön viel Nahrung aufnehmen und wenn er dann voll ist, kann er seinen Besitzer wiederbeleben, wenn er oder sie stirbt. Schnell, fütter ihn mit dem Essen, das hier überall verstreut ist. Ja, das sind sozusagen unsere Lebenspunkte. Verbraucht Apfel. Nektar gefüllter, saurer Apfel. Füllt den Magen ein wenig. Verbraucht Pfirsich. Duftender und saftiger Pfirsich. Füllt den Magen ein wenig. Verbraucht Mandarine. Mandarine mit saurem Geschmack. Füllt den Magen ein wenig. Ja, jetzt haben wir schon mal 3 Mägen. Und damit 3 Lebenspunkte. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich mag den Zeichenstil von diesem Spiel sehr. Also alles so mit, wie mit Pinseltechnik gemalt. Holzherd, ich sehe dich. War aber nicht viel drin, hä? Und ja, es ist auch lustig, wie hinter Amaterasu immer das Gras aufblüht. Also die Blumen aufblühen, um zu zeigen, dass sie eine Göttin ist. So, der Stein hier sah irgendwie verdächtig aus, aber da ist nichts. Also hier über die Brücke weiter. Und ja, Sprint schaltet sich von selber ein, wie man gerade sieht. Verbraucht Klöße. Teigiger Ball aus Getreide führt den Magen ein wenig. So, da war nichts drin. Da sind noch 2 Töpfe. Ein paar Yen-Münzen, naja. Besser als nichts. Und weiter die Treppe hoch. Wir sind immer noch im Tutorial-Gebiet übrigens. Das hört erst dann auf, wenn wir die tolle Frucht abgeschnitten haben. Ist das der legendäre Schrei? Wir müssen in der Höhle von Nagi sein. Dem legendären Helden Nagi. Wurde hier ein Schrein gebaut. Vor 100 Jahren überwand er das Böse mit Hilfe des weißen Wolfs Shiranui. Erst der Fluss der Himmel und jetzt dieser Ort. Wo sind wir hier verdammt nochmal? Fellknäuel. Junge, dieser Platz ist im Eimer. Siehst du, das Schwert ist wirklich in einem schlechten Zustand. Die Götter haben nicht wirklich viel getan, um diesen Platz zu erhalten. Ja, das können wir zum Glück ändern.
Ich wusste es, du kannst mit dem Pinsel umgehen. Jetzt versuche es noch einmal, jetzt mal sorgfältiger. Und versichere dich, dass du direkt vor der Statue stehst. Ah ja, okay, ich muss jetzt näher ran. Und stell das Schwert wieder her. Das war wirklich deine Pinselarbeit die ganze Zeit. Wie bist du so gut geworden? Wer warst du gleich nochmal? Hey, hier ist eine weitere Konstellation. Diese sieht aus wie... Ja. Da fehlt auch wieder ein Klecks. Das ist, glaube ich, eine Maus. Ja, sowas ähnliches. Tashigami. Nun, wenn das nicht Mutter Materasu ist. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Aber mit all diesen Monstern in der Nähe war der einzige Platz, an dem ich mich verstecken konnte, dieser Schrein der alten Helden gewidmet ist. Wenn es irgendetwas gibt, wie ich dir bei deinen Bemühungen helfen kann, dann sag es nur, nutze dieses Schwert weise. Es wurde geschaffen, um das Böse zu bezwingen.